So kann es nicht weitergehen. Er sucht Trost bei mir. Was soll ich da machen? Deine die Wahrheit sagen. Das kann ich ihm nicht antun. Ach, Simon, ich suche nach einer Lösung, die Nina nicht verletzt. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie sie reagiert hat, als sie von Etienne erfahren hat. Das kannst du doch jetzt nicht vergleichen. Damals wart ihr noch zusammen, Nina und du. Trotzdem. Wovon redet ihr eigentlich? Vielleicht ist sie ja irgendwo aufgehalten worden. Nee, das glaube ich nicht. Jetzt denkt man nicht gleich das Schlimmste, hm? Was mache ich denn jetzt? Da ist bestimmt was Schreckliches passiert. Hey, guck mal da. Auf jeden Fall was Warmes. Heiße Schokolade? Klar, genau das Richtige bei der Kälte. Lara, hi! Zwei heiße Schokoladen, bitte. So ein Zufall. Hey, ich wollte dich gerade anrufen und fragen, ob wir uns hier verabreden. Tja, das hat sich ja somit erledigt. Das war bestimmt Gedankenübertragung. Was ist los? Bist du nicht so gut... Oh, shit. Unser Date. Das habe ich total vergessen. Sorry, Lara. Was soll's? Das ist mir jetzt echt total peinlich. Kann ja mal passieren. Franziskas Haus ist aber auch einfach zu klasse. Du merkst da gar nicht, wie die Zeit vergeht. So, zweimal heiße Schokolade. Für dich auch sowas? Was hattest du denn überhaupt vor? Nichts Besonderes. Willst du schon wieder gehen? Ja, tut mir leid, ich habe keine Zeit mehr. Sag mir bitte, wenn ich völlig daneben liege, aber es macht den Anschein, als wärt ihr zusammen. Und jetzt wisst ihr nicht, wie ihr mir das verklickern sollt. Genau das. Du liegst richtig. Simon und ich, wir sind zusammen. Du meinst, so richtig? Ja, irgendwie hat es zwischen uns gefunkt. Ja, und jetzt haben wir die ganze Zeit überlegt, wie wir dir das schon beibringen können. Ja, du solltest das nicht so zwischen Tür und Angel mitbekommen. Klingt ja, als wärt ihr schon länger so ein richtiges Paar. Nein, das kann man nun wirklich nicht sagen. Ja, jetzt weißt du's. Mann, ich bin froh, dass es raus ist. Alles okay mit dir? Bestens. Es ging mir noch nie besser. Wo gehst du jetzt hin? Ich muss nur mal raus. Ich brauche Luft. Mist. Medium ist nicht dein Ding, hä? Witzig. Ich glaube, da ist was angebrannt. Ich kann dir aber einen guten Pizzaservice empfehlen. Sag einfach mal gar nichts, ja? Ich will so keinen Hunger mehr. Erst verhaue ich meine Klausur und jetzt verbrenne ich auch noch mein Abendessen. Richtig toller Tag. Hey, jetzt entspann dich doch erstmal. Wie denn? Seit Gabriele ausgezogen ist, bin ich völlig durch. Ich kann an nichts anderes mehr denken. Wieso zieht sie aus, hä? Das muss doch einen Grund geben. Den gibt's bestimmt. Klar. Aber sie sagt ihn mir nicht. Das kann sie doch nicht machen, mich einfach so zappeln zu lassen. Und wenn du noch mal mit ihr redest? Nee, sie muss damit rausrücken. Ich renne ihr nicht hinterher. Wieder ein Fehlwort. Hier. Zunächst aber fünf andere in Weiß. Danke. Und dunkelblau auf dem Parkett. Ich weiß, ich bin in letzter Zeit nicht besonders gut drauf. Aber hast du trotzdem Lust, morgen was mit mir zu unternehmen? Ich? Klar. Ich muss mal wieder auf andere Gedanken kommen. Einfach mal raus.
Wir könnten endlich mal die Winterreifen auf den Mustang aufziehen. Wird langsam Zeit. Pfeffer muss nicht in den Kühlschrank. Entschuldige, ich bin mit meinen Gedanken ganz woanders. Ich kann mir schon denken, wo und bei wem. Ach, Gabriela, ich habe mit Elisabeth darüber gesprochen. Das ist schon okay. Wirklich. Ich gehe auf mein Zimmer, ja? Schöne Nacht noch. Gute Nacht. Nanu, schon zurück? Ist das Konzert ausgefallen? Keine Ahnung, ich war gar nicht da. Was? Und die Karten? Alexa hat mich versetzt. Versetzt? Ich denke, das ist ihre Lieblingsgruppe. Sie hat unser Date vergessen. Wie kann man sowas vergessen? Wart ihr nicht fest verabredet? Das kann ja mal passieren. Also, ich find's schon schade. War so eine hübsche Idee von dir, sie mit dem Konzert zu überraschen. Aber was soll's, ist eben dumm gelaufen. Na, komm. Komm, jetzt setz dich erstmal. Woher weißt du eigentlich, dass Alexa es vergessen hat? Ich habe die beiden im No Limits getroffen. Die beiden? Sie und Franziska. Franziska? Die ist neu in der Schule. Aha, und dir nicht besonders sympathisch, wie scheint. Naja, gibt ein bisschen viel an. Ja, und Alexa scheint das zu gefallen. Ach, dann hat Alexa dich also dieser Franziska wegen versetzt. Andererseits ist doch eigentlich ganz nett von ihr, dass sie sich so um die Neue kümmert. Das hat die nicht nötig. Die kommt gut allein zurecht, die braucht keinen. Jetzt hast du Angst. Wovor? Naja, dass Alexa dich vielleicht ein bisschen links liegen lässt. Glaub ich nicht. Doch der erste Sieger lichtete sich. Leistungsträger musste verletzt pausieren. Berti Vogts, Platten, Aufstellungssorgen. War das gerade Alexa? Nicht besonders gesprächig heute Abend. Tja, da geht's ja wie mir. Also, ich hau mich hin, Jungs. Hm? Schlaf dich mal richtig aus. Ja, gute Nacht. Nacht. Gute Nacht. Ich fühle mich so scheiße. Das ist ja mal ein richtig lustiger Abend heute. Alter, denkt echt, ich bin sein bester Freund. Wenn er wüsste. Wenn er herausbekommt, was wirklich zwischen dir und Gabriela gelaufen ist, wird er nicht gerade begeistert sein. Komm, das ist nicht witzig, ja? Das hat sie wirklich geschickt gemacht. Macht sich einfach aus dem Staub und lässt euch beide hier schmoren. Ihr ist das einfach alles über den Kopf gewachsen. Sie weiß erst recht nicht, wie sie sich deiner gegenüber verhalten soll. Wenn sie dich jetzt hören könnte. Wieso? Wie du sie verteidigst. Scheint dich ja wirklich schwer erwischt zu haben. Verziehst du dich jetzt auch noch? Ja. Und überlass dich deinem Schicksal. Vielen Dank. Das macht wohl keinen Sinn, was für Nina übrig zu lassen. Meinst du, sie kommt heute Abend gar nicht mehr nach Hause? Jedenfalls nicht so bald. Blöd, dass sie das so erfahren hat. Tja, wenn wir sie gleich sagen sollen. So haben wir sie ganz schön vor den Kopf gestoßen. Das ist, glaube ich, eine große Enttäuschung für sie. Hoffentlich will sie nicht sogar ausziehen. Ach, bloß nicht. Ich meine, wir sind doch schon sowas wie ein Dreamteam. Langsam mache ich mir wirklich Sorgen um sie. Meinst du, ich soll sie vielleicht mal auf ihrem Handy anrufen? Nein. Nein, lass sie das erstmal in Ruhe verdauen. So, ich hau mich hin. Hey, willst du mich jetzt ganz alleine hier sitzen lassen? Meinst du, ich gehe ohne dich ins Bett? Na, zu wenig geschlafen? Wie spät war es denn gestern Abend? Frag lieber, wie früh. Egal. Das Frühstück mit dir wollte ich nicht verpassen. Oh, welche Ehre. Und, geht's jetzt wieder ein bisschen besser? Ein bisschen.
hat mir wieder richtig gut getan, so abzutanzen. Ja, das war bestimmt eine Überraschung für dich, dass deine Jule... Also meine Jule ist es ja nun nicht mehr. Aber eine Überraschung war es trotzdem. Ich verstehe einfach nicht, wieso sie es mir nicht gleich gesagt haben. Ich denke, sie haben sich nicht getraut. Aber warum? Ich meine, man kann doch mit mir über alles reden. Vielleicht wollten sie dich nicht verletzen. Oh, entschuldige. Morgen, Frau Rhein. Guten Morgen, Alexa. Du möchtest sicherlich zu Lara? Ja, ist sie noch da? Ja, ja, sie ist oben. Geh nur gerade rauf. Alles klar. Mhm. Aber sag mal, wenn dich die Sache mit Jule und Simon so auffühlt, liebst du Jule ja doch noch, oder? Nein, das ist es nicht. Es ist nur, weil sie es mir verheimlicht haben. Na, wenn sie es dir gleich gesagt hätten, dann wärst du auch nicht glücklicher. Vielleicht ist es auch nur, ja, weil es sich dabei um meine beste Freundin und meinen besten Freund handelt. Tja, das ist schon merkwürdig, dass Jule sich in einen Mann verguckt. Ja, denk doch mal an Etienne. Ach ja, das stimmt. Ja, und wenn ich es mir recht überlege, hat Jule in letzter Zeit immer so komische Andeutungen gemacht. Dass sie sich wieder für Männer interessiert? Ja. Mir gleich auffallen müssen. Ja, und dass sie Simon mag, ich meine, das ist ja nun kein Geheimnis mehr. Ich hätte da besser hinhören müssen. Du bist noch sauer auf mich, stimmt's? Nein, überhaupt nicht. Aber enttäuscht. Gestern war ich's wirklich. Aber jetzt nicht mehr. Und dann ist wieder alles okay zwischen uns? Ja, und was machen wir heute nach der Schule? Bist du nicht mit Franziska verabredet? Mm-mm. Ich habe mir den Nachmittag extra für uns freigehalten. Also, wir können noch was zu dritt machen. Mit Franziska? Ja. Ich meine, ich kenne sie ja noch nicht so richtig. Und wenn du sie okay findest, dann muss sie ja nett sein. Klar. Du scheinst dir deiner Sache ja völlig sicher zu sein. Wieso? Naja, wenn du glaubst, dass du mir mit dem ollen Bademantel auch noch gefällst. Dann kann ich auch ausziehen. Spinner. Ich meine es ernst. Das ist mir völlig klar. Außerdem, was hast du denn meinen Bademantel auszusetzen? Den habe ich schon seit meiner Schulzeit. Ja, da wäre echt mal ein neuer fällig. Kannst du mir einen schenken? Sonst noch was? Mhm, ich wüsste da schon was. Das ist jetzt vielleicht keine so gute Idee. Wieso? Nina ist noch nicht da. Ja, aber sie könnte jeden Augenblick zurückkommen. Stimmt, sie ist schon ziemlich lange weg. Hat sie eigentlich irgendwas gesagt? Ich habe sie heute noch gar nicht gesehen. Ich habe sie nur duschen hören und wie sie die Tür zugeknallt hat. Sie sieht ganz danach aus, als würde sie uns aus dem Weg gehen. Naja, aber immerhin ist sie gestern Abend nach Hause gekommen. Meinst, besser später als nie. Vielleicht ist das ein Zeichen dafür, dass sie hier wohnen bleiben wird. Warum ist sie dann gleich wieder abgehauen? Sie kommt sich bestimmt vor wie das fünfte Rad am Wagen. Naja, sie wird schon noch einsehen, dass sich an unserer Freundschaft nichts geändert hat. Hoffentlich. Also dann, auf zur Freundlichkeitsoffensive. Erster Teil, Tisch aufräumen. Aber vielleicht sollten wir uns ja erst mal was anziehen. Überraschung! Hi. Hallo. Du wolltest was mit mir besprechen? Ja. Danke, dass du gekommen bist. Ich halte es nicht mehr aus in der WG. Wegen Daniel? Er versteht nicht, warum du ausgezogen bist. Er macht sich total verrückt. Und ich musste tun, als wüsste ich von nichts. Das ist beschissen. Was? Du hast da Öl. Oh. Wir haben ein bisschen im Auto rumgeschraubt. Ja. Reifenwechsel und so. Ich habe versucht, Daniel aufzumuntern. Ist aber nicht gelungen. Hat die ganze Zeit von dir geredet. Warum du weggegangen bist. Was er falsch gemacht hat. Fühl mich so mies. Ich
Ich muss auch die ganze Zeit an euch denken. Mir ist klar, dass die Situation scheiße ist. Auch für dich. Ja. Und lang mache ich das auch nicht mehr mit. Wirklich. Was willst du machen? Du musst damit klarkommen. Ihr wohnt doch zusammen. Das lässt sich ändern. Oh, all die Pferde im Stall. Vor allem das Schwarze. Das ist richtig wunderschön. Du hast ja noch gar nicht den neuen Hengst von meinem Papa gesehen. Der ist noch viel schöner. Zeigst du mir den? Anna mal, wenn ich euch den Rest der Stallungen zeige. Wow, so ein Brutzuf wollte ich schon immer mal sehen. Ich hab doch gewusst, dass es dir hier gefallen wird. Aber jetzt trinken wir erstmal was. Kommt rein. Was kann ich euch anbieten? Wow, hey, das ist ja voll das edle Teil. Also ich nehme Cappuccino, wenn du das hinkriegst mit dem Milchschaum und so. Oh, besser nicht. Das ist die heilige Kuh von meinem Paps. Da darf niemand dran außer ihm. Hallo Christiane, könnten Sie uns vielleicht Tee bringen? Natürlich. Und so ein bisschen Gebäck dazu. Haben wir noch Amarettini? Ich schau mal nach. Setzt euch doch. Also das könnte mir auch gefallen. Vor allem so ein Hausmädchen, das einem alles hinterher schleppt. Oh, ich hatte schon Angst, dass mein Bruder hier abhängen würde. Aber zum Glück ist er ausgeflogen. Zum Glück? Wieso? Sonst hätte er uns bestimmt mit seinen Videos genervt. Manchmal ist er wirklich anstrengend. Du kennst ihn ja, oder? Ja, ich habe ihn mal ganz kurz getroffen beim Eislaufen. Da fand ich ihn ganz nett. Ist er ja auch. Trotzdem spinnt er manchmal ziemlich rum. Scheint ja ein interessanter Typ zu sein. Ja, ist Reiten dein einziges Hobby? Nee, meine Eltern finden es halt wichtig, dass ich reiten kann. Und was interessiert dich dann so? Ich finde Mode total interessant. Design und sowas? Nee, vor allem das Modeln. Das würde ich unheimlich gern mal machen. Stimmt, das muss ein unheimlich cooler Job sein. Allein, dass du immer die neuesten Klamotten bekommst. Und das ganz umsonst. Ja, im Moment muss ich mir die leider noch kaufen. Wollen wir vielleicht nachher ein bisschen shoppen gehen? Ja, klasse. Wie sieht's aus? Hast du Lust? Klar, ich bin dabei. Es wäre fair, wenn du mit ihm sprechen würdest. Ja, am liebsten sofort, wenn ich weiß, was ich will. Aber verstehst du nicht, wie schwer das ist? Schließlich. Ja? Ich muss die ganze Zeit an dich denken. Ich hab dich total gern, Jonas, aber... Aber was? Ich hab die gleichen Gefühle für Daniel. Ich liebe ihn auch. Dann entscheide dich. Du musst mir noch Zeit lassen. Ich weiß wirklich nicht, wie viel Zeit ich dir noch geben kann, Gabriela. Erst fand ich eure Heimlichtuerei ziemlich daneben. Ja, aber dann habe ich mich gefragt, wieso ihr nichts gesagt habt. Ja, wir hatten halt Angst vor einem riesen Donnerwetter. Genau. Dass ich euch den Kopf abreiße. Naja, wäre doch ziemlich schade gewesen, wenn unsere WG geplatzt wäre. Gar nicht auszudenken. So, jetzt ist aber genug gequatscht. Ich will Kuchen. Du hast doch gerade erst gefrühstückt. Bei mir setzt das nicht an. Das will ich aber auch schwer hoffen. Soll ich? Wir sollten öfter so einen kleinen WG-Streit haben. So eine Versöhnungstorte kommt echt gut. Ja, also wenn du Streit willst, dann na, nix da, nix da. Wir machen jetzt ein friedliches Kaffeekränzchen, ja? So. Die sieht aber auch gut aus. Aber wir müssen auf jeden Fall was für Isabelle übrig lassen. Wieso? Na, immerhin gehört sie auch zur Vicky. Ich meine, wenn ich komme zur rechten Zeit. Der muss essen, was übrig bleibt? Hm? Irgendwie muss ich mich doch behaupten hier gegen all die Frauen. Oh, das ist wirklich schwer. Hm? Hm. Das ist doch ein verschärftes Teil. Aber das hier ist noch besser. Da könntest du recht haben. Hey, aber das hier ist doch super. Wow, auf jeden Fall. Oder? Hm, ist ganz nett. Nimm's doch. Klar, bloß, wir kriegen die ganzen Tüten nach Hause. Wir können dir doch helfen. Und was ist, wenn ihr auch noch zuschlagt? Eher unwahrscheinlich, bei den Preisen. Also in Hamburg würde ich solche Sachen nicht so ohne weiteres finden. Ich guck mal da drüben. Und ihr? Das kommt richtig gut. Sowas wollte ich schon immer haben.
Dann nimm's dir doch. Ich schau mir grad nochmal die Sachen da hinten an. Und, was sagst du dazu? Mhm. Schon schön. Und was kostet's? 34? Nein, ist die Größe. Das ist der Preis. Das kann sich ja kein Mensch leisten. Naja, bis auf ein paar Ausnahmen vielleicht. Genau, das ist was für Leute, die richtig Geld haben. Und dazu gehört ihr beide nicht. Danke, dass du mit ihr gesprochen hast. Du bist ein echter Kumpel. Mensch, die ist ganz schön schnell abgehauen, ne? Hat sie irgendwas gesagt? Nee, nicht wirklich. Aber ihr habt doch bestimmt eine ganze Weile miteinander geredet. Sie muss doch irgendwas gesagt haben. Ja, aber nur das Übliche. Sie hat kein Wort darüber verloren, deswegen sind sie auch noch gezogen. Und sonst? Wie geht's ihr? Weiß nicht. Wie war sie denn drauf? Ich meine, du hast doch Augen im Kopf. Besonders glücklich sah sie nicht aus. Verstehe. Oh Mann, wenn ich euch nur früher gesehen hätte. Wahrscheinlich hätte sie dir auch nichts gesagt. Sie ist nicht besonders gut drauf im Moment. Jetzt sag nur nicht, dass ich damit leben muss. Das kann ich nämlich langsam nicht mehr. Tut mir leid, dass ich dich so vollgelabert habe. Komm. Auf dich kann ich mich wenigstens verlassen. Mach's gut. Das ist alles sicher auch unbezahlbar. Hey, guck mal, das geht doch sogar. Hey, der ist echt nicht teuer. Gefällt er dir? Mhm. Total. Und? Hast du noch was gefunden? Nee. Naja, ein paar Sachen gefallen mir schon ganz gut, aber wie gesagt, der Laden ist nicht ganz unsere Klasse. Das heißt aber nicht, dass du hier mit leeren Händen rausgehen musst. Guck da mal rein. Wie jetzt? Ist für dich. Überraschung. Wie? Du schenkst mir die? Na, das hat jetzt aber gedauert. Ah. Mann, du bist echt super. Na endlich. Hat er was mitgekriegt? Er hat gesehen, dass wir geredet haben. Aber hören konnte er nichts. Ich habe noch mal über alles nachgedacht. Über Daniel, über uns. Jonas, bitte. Ich bin noch nicht so weit. Ich liebe dich, Gabriela. Aber Daniel ist mein bester Freund. Es geht so nicht mehr. Was? Was, Jonas? Er fragt mich um Rat. Von mir will er wissen, wie er sich dir gegenüber verhalten soll. Ich kann ihm nicht helfen. Und ich will so nicht weitermachen. Auch wenn ich dich liebe. Auch wenn ich euch beide verlieren sollte. Das ist immer noch besser als diese Lügen. Was hast du vor? Ich gehe zu Daniel und sag ihm alles.